Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland erreichen offenbar Fortschritte. Im Raum steht eine Neutralität der Ukraine gegen Sicherheitsgarantien. Nicht nur aus der Kohle, auch aus dem russischen Gas aussteigen. Der Krieg in der Ukraine überschattet den Energiegipfel in Berlin. Falsche Berichte und Fehlinformationen über Hilfsleistungen in der Ukraine. Das Rote Kreuz setzt sich zur Wehr. Unterhändler der Ukraine und Russlands haben sich wieder persönlich zu Friedensverhandlungen getroffen. Nun gibt es erste Anzeichen für Fortschritte. Die Ukraine bot nach eigenen Angaben Neutralität im Gegenzug für Sicherheitsgarantien an. Neutraler Ort des Treffens war die türkische Hauptstadt Istanbul. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Delegationen eingeladen. Entschieden wurde, dass die militärischen Aktivitäten bei Kiew und Tscherniw in mehreren Schritten drastisch zurückgefahren werden. Wir erwarten, dass Kiew entsprechende Entscheidungen trifft und Bedingungen für eine zukünftige normale Zusammenarbeit geschaffen werden. Die Delegation der Ukraine erklärte ihren Standpunkt und machte Vorschläge. Die Umsetzung des Vertrags über Sicherheitsgarantien wird folgendermaßen ablaufen. Zuerst wird es ein Referendum geben, in dem sich alle Ukrainer äußern können, wie der Vertrag umgesetzt werden soll. Danach wird es einen Ratifizierungsprozess geben, durchgesetzt durch die Länder, die die Sicherheitsgarantien geben, und dem Parlament der Ukraine. Wir brauchen die Unterstützung der Bürger für diesen Vertrag, damit unsere Gesellschaft gestärkt wird. Kiew machte außerdem deutlich, dass Gebietsabtretungen weiter indiskutabel seien. Man erkenne nur die Grenzen der Ukraine von 1991 an. Dabei könne es keine Kompromisse geben. Das russische Außenministerium hat angekündigt, 10 Mitarbeiter der litauischen, der lettischen und der estnischen Botschaften ihre Akkreditierung zu entziehen. Sie haben Russland als Reaktion auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus den baltischen Ländern zu verlassen. Den baltischen Botschaftern wurden scharfe Proteste Russlands gegen die, so Zitat, provokative und unbegründete Ausweisung russischer Botschaftsmitarbeiter aus diesen Ländern übergeben. Belgien hat inzwischen die Ausweisung von 21 Diplomaten angekündigt. Irland weist 4 aus. Russische Streitkräfte haben ihr Ziel, Kiew einzunehmen, nicht aufgegeben, trotz der Behauptungen des Kremls, sich nunmehr auf den Osten des Landes zu konzentrieren. Das ist die neueste Einschätzung des US-amerikanischen Instituts für Kriegsstudien. Es geht davon aus, dass das russische Militär bereits den größten Teil seiner Truppen in die Ukraine verlegt hat. Im Folgenden sehen Sie, wo diese sich genau befinden. In Rot sehen Sie die Gebiete im Norden, Osten und Süden des Landes, die von Russland kontrolliert werden. In Hellblau, hier in der Nähe von Mykolaiv und rund um die Hauptstadt Kiew, das sind die ukrainischen Gegenoffensiven. Einer dieser Gegenoffensiven ist es gelungen, die Kontrolle über Irpin in der Nähe von Kiew wiederzuerlangen. Die grünen Kreise auf der Karte bezeichnen die Orte, an denen in den letzten 24 Stunden schwere Kämpfe stattgefunden haben. Am Dienstagmorgen hat es einen Angriff auf das Büro der Regionalverwaltung in der südukrainischen Stadt Mykolaiv gegeben. Der Gouverneur Vitali Kim veröffentlichte ein Foto, das ein klaffendes Loch in einem Hochhaus zeigt. Er erklärte, der Angriff habe sich kurz vor 9 Uhr morgens ereignet, als die Menschen zur Arbeit kamen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Besatzer ihre Meinung geändert haben. Und sie werden nicht nach Mykolaiv vorrücken. Wenn man etwas einnehmen will, braucht man ein Kontrollzentrum der Region mit verkabelten Netzwerken, Management und Kommunikation. Sie haben verstanden, dass sie Mykolaiv nicht einnehmen werden. Es war unmöglich. Sie beschlossen, mir und uns allen eine Grußbotschaft zu schicken. Nun, sie kam an. Wir haben sie erhalten. Mykolaiv ist eine Hafenstadt am Schwarzen Meer mit 500.000 Einwohnern. Sie ist ein wichtiges Zentrum für Schiffbau und liegt auf dem Weg von Cherson nach Odessa. Das Internationale Rote Kreuz setzt sich gegen Berichte zur Wehr, die die Hilfsorganisation als Falschmeldungen einstuft und die die Arbeit im ukrainischen Kriegsgebiet erschwerten.
Wir erkennen bewusste, gezielte Vorwürfe mit Hilfe von falschen Berichten und Fehlinformationen, um das internationale Rote Kreuz in Verruf zu bringen. Das birgt das Potenzial, unseren Einsatzkräften sowie unseren Partnern vom Roten Kreuz und vom Roten Halbmond, die vor Ort arbeiten, sowie den Menschen, denen wir helfen, zu schaden. Das Rote Kreuz wies die Vorwürfe zurück, in Mariupol an Zwangsevakuierungen beteiligt gewesen zu sein. Der Stadtrat von Mariupol hatte behauptet, rund 15.000 Menschen seien gegen ihren Willen nach Russland gebracht und den Betroffenen die Ausweise abgenommen worden. Auch Berichte, in denen es hieß, das Rote Kreuz wolle im Süden Russlands ein Büro eröffnen, um Flüchtlinge aus der Ukraine, so wörtlich, zu filtern, bezeichnete die Hilfsorganisation als unzutreffend. Richtig sei, so das Rote Kreuz, dass man erwäge, ein Büro im russischen Rostow einzurichten. In der Ukraine ist das IRK eigener Angabe nach derzeit an 10 Standorten vertreten. Das Rote Kreuz forderte zur Achtung unparteilicher und unabhängiger humanitärer Hilfe auf, für die man selbst und für die andere Vereinigungen sorgten. Der Berlin Energy Transition Dialogue soll den Kampf der neuen deutschen Regierung gegen den Klimawandel aufzeigen, organisiert im Außenministerium von Annalena Baerbock in Zusammenarbeit mit Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. Doch der Krieg in der Ukraine und der geplante Ausstieg aus Öl- und Gaslieferungen aus Russland überschattet das Event. Dieser Krieg macht auf so dramatische Art und Weise deutlich, Energie und Sicherheit sind verwoben. Klimapolitik ist die geopolitische Aufgabe unserer Zeit. Der Aufstieg der erneuerbaren Energien ist heute nicht nur Realität und absolute Notwendigkeit. Er wird auch, und das ist vor allem der Blick als Außenministerin, das internationale Machtgewicht verschieben. Der Ausstieg aus dem russischen Gas macht die Klimapolitik und den Ausstieg aus der Kohle noch schwieriger. Der Staatssekretär für Wirtschaft und Klimaschutz erklärt, was der Krieg jetzt auf den Tisch gebracht hat, ist, dass wir auch von Gas weniger abhängig werden müssen. Das ist das neue Element. Wie können wir auch diesen Brückenkraftstoff so schnell wie möglich loswerden? Das ist die neue Herausforderung, die zum Übergang von der Kohle zur sauberen Energie hinzukommt. Auch Umweltaktivistinnen aus aller Welt sind beim Energiedialog in Berlin mit dabei. So Hilda Nakabuye aus Uganda. Sie fordert die Deutsche Bank dazu auf, die Finanzierung der East African Crude Oil Pipeline zu stoppen, die in Uganda und in Tansania Tausende vertrieben hat und Millionen Menschen gefährde. Die Botschaft hier auf dem Berlin Energy Transition Dialogue ist klar. Es muss gehandelt werden und zwar schneller als je zuvor. Denn ungeachtet der Pandemie und des Krieges in der Ukraine erwärmt sich unser Planet weiter. All diese Krisen müssen also gleichzeitig bewältigt werden. Und das wird eine große internationale Herausforderung. Lena Roche, Euronews, Berlin. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges hat diese Tierklinik an der ukrainisch-polnischen Grenze alle Hände voll zu tun. Viele der Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, haben ihre Lieblinge mitgenommen. Doch MitarbeiterInnen haben auch andere Tiere aus dem Nachbarland aufgelesen und hierher gebracht. Die meisten sind bei ihrer Ankunft erschöpft. Nicht wenige sind verletzt, haben Knochenbrüche erlitten oder wurden von Schüssen getroffen. Täglich werden es mehr, die behandelt werden müssen. Wir haben viele Tiere aus der Ukraine aufgenommen. Hier in der ADA Foundation haben wir ein Tierzentrum. Wir untersuchen die Tiere, behandeln sie. Wenn sie sehr krank sind, bleiben sie. Die anderen kommen an andere Orte in Polen und Europa. Die Veterinärklinik hat inzwischen weitere Gebäude angemietet, in denen behandlungsbedürftige Hunde und Katzen untergebracht werden. Freiwillige aus aller Welt unterstützen das Personal und geben den traumatisierten Tieren vor allem dringend benötigte Liebe und Aufmerksamkeit.
me, I can hear you. Yeah, I need to go and hide now, Martha. I need to go and hide. Bye-bye. Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland erreichen offenbar Fortschritte. Im Raum steht eine Neutralität der Ukraine gegen Sicherheitsgarantien. Patriarch von Konstantinopel bekräftigt Unterstützung für Ukraine. Do it yourself ohne Ende. Die Vorteile der Kreislaufwirtschaft. Unterhändler der Ukraine und Russlands haben sich wieder persönlich zu Friedensverhandlungen getroffen. Nun gibt es erste Anzeichen für Fortschritte. Die Ukraine bot nach eigenen Angaben Neutralität im Gegenzug für Sicherheitsgarantien an. Neutraler Ort des Treffens war die türkische Hauptstadt Istanbul. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Delegationen eingeladen. Entschieden wurde, dass die militärischen Aktivitäten bei Kiew und Tschernihiw in mehreren Schritten drastisch zurückgefahren werden. Wir erwarten, dass Kiew entsprechende Entscheidungen trifft und Bedingungen für eine zukünftige normale Zusammenarbeit geschaffen werden. Die Delegation der Ukraine erklärte ihren Standpunkt und machte Vorschläge. Die Umsetzung des Vertrags über Sicherheitsgarantien wird folgendermaßen ablaufen. Zuerst wird es ein Referendum geben, in dem sich alle Ukrainer äußern können, wie der Vertrag umgesetzt werden soll. Danach wird es einen Ratifizierungsprozess geben, durchgesetzt durch die Länder, die die Sicherheitsgarantien geben, und dem Parlament der Ukraine. Wir brauchen die Unterstützung der Bürger für diesen Vertrag, damit unsere Gesellschaft gestärkt wird. Kiew machte außerdem deutlich, dass Gebietsabtretungen weiter indiskutabel seien. Man erkenne nur die Grenzen der Ukraine von 1991 an. Dabei könne es keine Kompromisse geben. Das russische Außenministerium hat angekündigt, 10 Mitarbeiter der litauischen, der lettischen und der estnischen Botschaften ihre Akkreditierung zu entziehen. Sie haben Russland als Reaktion auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus den baltischen Ländern zu verlassen. Den baltischen Botschaftern wurden scharfe Proteste Russlands gegen die, so Zitat, provokative und unbegründete Ausweisung russischer Botschaftsmitarbeiter aus diesen Ländern übergeben. Belgien hat inzwischen die Ausweisung von 21 Diplomaten angekündigt. Irland weist 4 aus. Russische Streitkräfte haben ihr Ziel, Kiew einzunehmen, nicht aufgegeben, trotz der Behauptungen des Kremls, sich nunmehr auf den Osten des Landes zu konzentrieren. Das ist die neueste Einschätzung des US-amerikanischen Instituts für Kriegsstudien. Es geht davon aus, dass das russische Militär bereits den größten Teil seiner Truppen in die Ukraine verlegt hat. Im Folgenden sehen Sie, wo diese sich genau befinden. In Rot sehen Sie die Gebiete im Norden, Osten und Süden des Landes, die von Russland kontrolliert werden.
In Helmlau, hier in der Nähe von Mykolaiv und rund um die Hauptstadt Kiew, das sind die ukrainischen Gegenoffensiven. Einer dieser Gegenoffensiven ist es gelungen, die Kontrolle über Irpin in der Nähe von Kiew wiederzuerlangen. Die grünen Kreise auf der Karte bezeichnen die Orte, an denen in den letzten 24 Stunden schwere Kämpfe stattgefunden haben. Am Dienstagmorgen hat es einen Angriff auf das Büro der Regionalverwaltung in der südukrainischen Stadt Mykolaiv gegeben. Der Gouverneur Vitali Kim veröffentlichte ein Foto, das ein klaffendes Loch in einem Hochhaus zeigt. Er erklärte, der Angriff habe sich kurz vor 9 Uhr morgens ereignet, als die Menschen zur Arbeit kamen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Besatzer ihre Meinung geändert haben. Und sie werden nicht nach Mykolaiv vorrücken. Wenn man etwas einnehmen will, braucht man ein Kontrollzentrum der Region mit verkabelten Netzwerken, Management und Kommunikation. Sie haben verstanden, dass sie Mykolaiv nicht einnehmen werden. Es war unmöglich. Sie beschlossen, mir und uns allen eine Großbotschaft zu schicken. Nun, sie kam an. Wir haben sie erhalten. Mykolaiv ist eine Hafenstadt am Schwarzen Meer mit 500.000 Einwohnern. Sie ist ein wichtiges Zentrum für Schiffbau und liegt auf dem Weg von Cherson nach Odessa. Der russische Krieg verschärft das Zerwürfnis zwischen den Patriarchen der orthodoxen Kirche. Bei einem Besuch in Polen, das Hunderttausende ukrainische Flüchtlinge aufnahm, beteuerte Bartholomäus, ökumenischer Patriarch von Konstantinopel, einmal mehr seine Unterstützung für die Ukraine. Mein alleiniger Fokus liegt derzeit darin, den Millionen Flüchtlingen in Solidarität und im Gebet beizustehen, die gewaltsam durch die andauernde, nicht zu rechtfertigende Aggression und durch die von Russland verursachte schreckliche und kostspielige Gewalt im souveränen Heimatland der Ukraine vertrieben wurden. In Moskau dürfte das wenig gefallen. Patriarch Kirill, der Vorsteher der russisch-orthodoxen Kirche, hatte Bartholomäus zuvor beschuldigt, Ukrainer und Russen spalten zu wollen, da dieser 2019 die orthodoxe Kirche der Ukraine als unabhängig anerkannte. Orthodoxe Gläubige in der Ukraine teilen sich damit in eine eigenständige und eine zu Moskau gehörende Kirche auf. Der russische Patriarch Kirill gilt als treu gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er legitimierte den Angriffskrieg indirekt als Verteidigung gegen Gay-Pride-Paraden, die für westliches Weltmachtdenken stünden. Die Regierung in Moskau beschuldigt die USA, die Spaltung der orthodoxen Kirche voranzutreiben. Eine Werkzeugbibliothek, das ist die Idee hinter La Tourne Vie. Dieses belgische Projekt der Kreislaufwirtschaft verleiht Werkzeuge, um den Kauf neuer Geräte zu vermeiden und die Wiederverwertung und Reparatur zu fördern. So sollen die Bürger nicht billige und qualitativ schlechte Produkte kaufen müssen, die sie möglicherweise nie wieder verwenden. Die Ursprungsidee sei gewesen, die Werkzeuge und die Kosten mit einer großen Anzahl von Menschen zu teilen. In diesem Fall 400 oder 500 Menschen, sagt Olivier Baes von La Tourne Vie. Dies ermögliche, auf die Bedürfnisse aller einzugehen und gleichzeitig eine Reparaturwirtschaft und Unternehmen zu stimulieren, die qualitativ hochwertige Werkzeuge herstellten, anstatt diejenigen zu unterstützen, die schlechte Qualität anböten. Das Projekt begann 2015 und hat heute etwa 400 Teilnehmer. Diese zahlen 40 Euro pro Jahr für die Möglichkeit, sich so viele Werkzeuge, wie sie wollen, auszuleihen. Werkzeuge für die Bearbeitung von Holz, Metall oder sogar zum Schweißen. Dies sind einige der Dinge, die hier in dieser Brüsseler Werkzeugbibliothek ausgeliehen werden können. Die EU-Kommission wird versuchen, dies mit ihrem Kreislaufwirtschaftspaket zu fördern, das sie diese Woche vorstellen wird. Der Umwelt zu helfen ist einer der offensichtlichen Vorteile der Kreislaufwirtschaft, aber nicht der einzige.
Für diesen Experten des Europäischen Umweltbüros treten wir in ein Zeitalter der Unsicherheit und des Risikos ein. Und die Kreislaufwirtschaft kann helfen, Störungen zu vermeiden. Die Möglichkeit zu haben, die Produkte, die wir bereits besitzen, zu reparieren und länger haltbar zu machen, sei natürlich eine wichtige Frage für die Widerstandsfähigkeit. Denn wenn man auf Ersatzteile vor Ort zugreifen könne, anstatt sie vom anderen Ende der Welt importieren zu müssen, dann habe man mehr Kontrolle über die Lieferkette. Dadurch seien die Menschen wirtschaftlich widerstandsfähiger. Dies sei also definitiv ein weiterer Vorteil. Die Europäische Kommission arbeitet derzeit an der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft in der Textil- und Baubranche. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges hat diese Tierklinik an der ukrainisch-polnischen Grenze alle Hände voll zu tun. Viele der Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, haben ihre Lieblinge mitgenommen. Doch MitarbeiterInnen haben auch andere Tiere aus dem Nachbarland aufgelesen und hierher gebracht. Die meisten sind bei ihrer Ankunft erschöpft. Nicht wenige sind verletzt, haben Knochenbrüche erlitten oder wurden von Schüssen getroffen. Täglich werden es mehr, die behandelt werden müssen. Wir haben viele Tiere aus der Ukraine aufgenommen. Hier in der ADA Foundation haben wir ein Tierzentrum. Wir untersuchen die Tiere, behandeln sie. Wenn sie sehr krank sind, bleiben sie. Die anderen kommen an andere Orte in Polen und Europa. Die Veterinärklinik hat inzwischen weitere Gebäude angemietet, in denen behandlungsbedürftige Hunde und Katzen untergebracht werden. Freiwillige aus aller Welt unterstützen das Personal und geben den traumatisierten Tieren vor allem dringend benötigte Liebe und Aufmerksamkeit. Not far from Maidan Square. There have been some explosions not so long ago, and the area is under high protection. Soldiers are here. Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland erreichen offenbar Fortschritte. Im Raum steht eine Neutralität der Ukraine gegen Sicherheitsgarantien. Falsche Berichte und Fehlinformationen über Hilfsleistungen in der Ukraine. Das Rote Kreuz setzt sich zur Wehr. Am Sonntag stehen in Serbien Präsidentenwahlen an. Das große Thema im Wahlkampf ist der Ukraine-Krieg.
Unterhändler der Ukraine und Russlands haben sich wieder persönlich zu Friedensverhandlungen getroffen. Nun gibt es erste Anzeichen für Fortschritte. Die Ukraine bot nach eigenen Angaben Neutralität im Gegenzug für Sicherheitsgarantien an. Neutraler Ort des Treffens war die türkische Hauptstadt Istanbul. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Delegationen eingeladen. Entschieden wurde, dass die militärischen Aktivitäten bei Kiew und Tschernihiw in mehreren Schritten drastisch zurückgefahren werden. Wir erwarten, dass Kiew entsprechende Entscheidungen trifft und Bedingungen für eine zukünftige normale Zusammenarbeit geschaffen werden. Die Delegation der Ukraine erklärte ihren Standpunkt und machte Vorschläge. Die Umsetzung des Vertrags über Sicherheitsgarantien wird folgendermaßen ablaufen. Zuerst wird es ein Referendum geben, in dem sich alle Ukrainer äußern können, wie der Vertrag umgesetzt werden soll. Danach wird es einen Ratifizierungsprozess geben, durchgesetzt durch die Länder, die die Sicherheitsgarantien geben, und dem Parlament der Ukraine. Wir brauchen die Unterstützung der Bürger für diesen Vertrag, damit unsere Gesellschaft gestärkt wird. Kiew machte außerdem deutlich, dass Gebietsabtretungen weiter indiskutabel seien. Man erkenne nur die Grenzen der Ukraine von 1991 an. Dabei könne es keine Kompromisse geben. Das russische Außenministerium hat angekündigt, 10 Mitarbeiter der litauischen, der lettischen und der estnischen Botschaften ihre Akkreditierung zu entziehen. Sie haben Russland als Reaktion auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus den baltischen Ländern zu verlassen. Den baltischen Botschaftern wurden scharfe Proteste Russlands gegen die, so Zitat, provokative und unbegründete Ausweisung russischer Botschaftsmitarbeiter aus diesen Ländern übergeben. Belgien hat inzwischen die Ausweisung von 21 Diplomaten angekündigt. Irland weist 4 aus. Russische Streitkräfte haben ihr Ziel, Kiew einzunehmen, nicht aufgegeben, trotz der Behauptungen des Kremls, sich nunmehr auf den Osten des Landes zu konzentrieren. Das ist die neueste Einschätzung des US-amerikanischen Instituts für Kriegsstudien. Es geht davon aus, dass das russische Militär bereits den größten Teil seiner Truppen in die Ukraine verlegt hat. Im Folgenden sehen Sie, wo diese sich genau befinden. In Rot sehen Sie die Gebiete im Norden, Osten und Süden des Landes, die von Russland kontrolliert werden. In Hellblau, hier in der Nähe von Mykolaiv und rund um die Hauptstadt Kiew, das sind die ukrainischen Gegenoffensiven. Einer dieser Gegenoffensiven ist es gelungen, die Kontrolle über Irpin in der Nähe von Kiew wiederzuerlangen. Die grünen Kreise auf der Karte bezeichnen die Orte, an denen in den letzten 24 Stunden schwere Kämpfe stattgefunden haben. Am Dienstagmorgen hat es einen Angriff auf das Büro der Regionalverwaltung in der südukrainischen Stadt Mykolaiv gegeben. Der Gouverneur Vitali Kim veröffentlichte ein Foto, das ein klaffendes Loch in einem Hochhaus zeigt. Er erklärte, der Angriff habe sich kurz vor 9 Uhr morgens ereignet, als die Menschen zur Arbeit kamen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Besatzer ihre Meinung geändert haben. Und sie werden nicht nach Mykolaiv vorrücken. Wenn man etwas einnehmen will, braucht man ein Kontrollzentrum der Region mit verkabelten Netzwerken, Management und Kommunikation. Sie haben verstanden, dass sie Mykolaiv nicht einnehmen werden. Es war unmöglich. Sie beschlossen, mir und uns allen eine Großbotschaft zu schicken. Nun, sie kam an. Wir haben sie erhalten. Mykolaiv ist eine Hafenstadt am Schwarzen Meer mit 500.000 Einwohnern. Sie ist ein wichtiges Zentrum für Schiffbau und liegt auf dem Weg von Cherson nach Odessa. Das Internationale Rote Kreuz setzt sich gegen Berichte zur Wehr, die die Hilfsorganisation als Falschmeldungen einstuft und die Arbeit im ukrainischen Kriegsgebiet erschwerten. Wir erkennen bewusste, gezielte Vorwürfe mit Hilfe von falschen Berichten und Fehlinformationen, um das Internationale Rote Kreuz in Verruf zu bringen. Das birgt das Potenzial, unseren Einsatzkräften sowie unseren Partnern vom Roten Kreuz und vom Roten Halbmond, die vor Ort arbeiten, sowie den Menschen, denen wir helfen, zu schaden. Das Rote Kreuz wies die Vorwürfe zurück, in Mariupol an Zwangsevakuierungen beteiligt gewesen zu sein. Der Stadtrat von Mariupol hatte behauptet, rund 15.000 Menschen seien gegen ihren Willen nach Russland gebracht und den Betroffenen die Ausweise abgenommen worden.
Auch Berichte, in denen es hieß, das Rote Kreuz wolle im Süden Russlands ein Büro eröffnen, um Flüchtlinge aus der Ukraine, so wörtlich, zu filtern, bezeichnete die Hilfsorganisation als unzureichend.